Ist eigentlich schon echt eine schnieke Stadt, ne? Muss man mal sagen. Echt schön. Ach Mann. Eine tolle Stadt. Deutsche Sprache, schwere Sprache, mehr sage ich nicht. So. Damit ihr auch noch rechtzeitig in eure Gebäudchen kommt. Ne? Backt dann wieder die Zahl? Ja, backt natürlich. Was sind eigentlich Klerusse? Weiß nicht genau tatsächlich. Bibliothekare, Minenarbeiter, Gott, oh Gott. Das würde die Zufriedenheit hochkurbeln, denke ich, ne? Wenn die wichtig wären. Also denke ich mir. Deswegen ich euch etwas nach oben packen. Ich vermute mal, das würde die Zufriedenheit pushen. Oder? Wir werden es sehen. Und würde auch. Damit die Taverne, um die der Tavernen wegen. Ich vermute zumindest. Das soll die Zufriedenheit steigern. Es gibt Nahrungsengpässe? Okay, doch nicht. Oh, sehr schön. Ich bin wieder über die 500 Bewohner. Ich habe mich echt gut gefangen, ne? Ich habe mich actually sehr gut gefangen. Auf Weird Flex Basis. Ein Fischchen, das wollen sie ja alle nicht. Ich würde hier einfach nochmal einen kleinen Markt bauen. Und dann hier, weil ich es mir leisten kann. Das hier, ne? Zack, zwei Drachen gesichtet, aber ihr kriegt direkt aus Mull, weil meine Truppen sind jetzt tatsächlich sehr stark schon. Ich sollte hier nochmal einen Turm hinbauen. Könnte ich schon mal anfangen. Zack. So. Und vielleicht sollte ich auch hier hinten nochmal einen hinbauen. Das wäre jetzt so eine Grobi. Das wäre erstmal sowas. Oder? Na, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Drachen, wo seid ihr? Einer schon dood. Der andere? Wo ist denn der andere? Halt extrem easy, wie ich die geklatscht habe. Sehr, sehr schön. Das müsstet ihr extrem glücklich werden. Einigermaßen. Jetzt packe ich das runter. Dann müsste ich den noch besser. Warte mal, wenn ich jetzt so mache. ...94% extrem gut, extrem gut. Die Häuser müssten sich füllen wie sonst irgendwas, ne? Ich habe vor, eine riesen Stadtmauer zu bauen. Also ich werde jetzt nicht, das Game jetzt nicht allzu lange spielen. Also ich denke so... ...vielleicht 10 Stunden. Also es wird jetzt nicht allzu doll sein. Aber ich habe schon vor, das hier alles noch mit einer Mauer zu umranden. Ist schon geplant. Ihr seid extrem glücklich. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr gut. Okay, Nahrungsengpässe, das macht's runter. Aber so müsste ich jetzt extrem viele Bewohner bekommen, tatsächlich. Na, die Nahrungsengpässe tun weh, ne? Und dass ihr kein Geld habt, tut auch ein bisschen weh. Dann müsste ich das wieder etwas erhöhen, ne? Ja, okay. Aber so sollte ich trotzdem sehr viele neue Bewohner kommen. So sollten trotzdem sehr viele neue Bewohner kommen. Wow, Leute, wie sieht's mit euch aus? Oh, beide, wo seid ihr? Seh euch nicht. Da, 28. Ich krieg gute Einwohner. Ich krieg sehr viele gute Einwohner tatsächlich. Sehr gut. Kohle ist auch okay. Leute, die dauert noch, bis die wieder anschalten muss. Und dann kann ich erstmal tatsächlich etwas in Ruhe abwarten. Okay, die Zufriedenheit geht wieder runter. 555 Bewohner. Ist sehr gut. Also um Bewohner muss man halt erstmal glücklicherweise keine Gedanken machen. Sehr nice. Wie sieht es auf dem Friedhof aus? Den muss ich auch ab und zu abchecken. Es geht, aber ich würde sicherheitshalber einfach noch mal einen neuen
einen neuen hier Dings hinzupacken. Kann ich gar nicht leisten. Oh, jetzt habe ich zwei gebaut. Upsi, das war gar nicht geplant. Ah, lol, wait. So kann ich ja, so kann ich dann ja einen riesen Dings aufbauen. So hier. Ey, yo, easy. So könnte ich ja... Oh Gott, stell dich mal vor, ich hätte... Scheiße. Scheiße, das war nicht geplant. Das war nicht geplant. Ja, Jungs, das war aus Versehen. Lass mal bitte. Vergiss mal bitte, was ich hier gemacht habe. War nicht geplant. Ich dachte, weil ich es mir nicht leisten kann, wird das nicht klappen. Nee, Jungs, lass mal bitte. Das ist halt echt nicht so gewollt gewesen. Das ist nicht so gewollt gewesen. Lasst es bitte. So. Sollte ich erstmal alles gemacht, alles gedingst haben. Und ich krieg tatsächlich auch wieder, ich brauche tatsächlich wieder bald neue Einwohner. Es ist gut, ne? Es wird jetzt hier unten fast alles gedingst. Ich brauche eine neue Feuerwehr. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was fehlt denn hier noch? Eine Feuerwehr wäre es gewesen. Was könnte ich dann noch hinbauen, was euch erfreuen würde? Naja, nicht wirklich was anderes noch, ne? Dann hier ist meine... Noch ein Tor. Was ich machen könnte, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Hier nochmal zwei, also hier bei den Toren nochmal zwei hoch. Also noch etwas höher. Und da Ballisten drauf und dann ringsrum, ne, wisst ihr? Könnte ich machen. Okay, Steinbrüche, ich muss euch wieder aktivieren. Ich brauche wieder mehr Stein. Und ihr möglich halt alles. Bedeutet, ich kriege sehr viele neue Einwohner. Bedeutet, warte mal, die. Es müsste hier echt wieder echt gut hochkommen, ne? Okay, der Haushalt hat keine Nahrung. Ich weiß, Nahrungsengpässe sind gerade ungünstig, aber so mehr Einwohner, desto mehr Nahrung. Kann man so sagen. Ich weiß nicht, ich habe ja an sich, ich muss halt gucken. Ah, die sind schon alle voll besetzt und haben trotzdem nicht genug Nahrung. Ich muss neue Dings bauen. Und dafür habe ich tatsächlich eine echt gute Idee. Und zwar, werde ich hier einen Konstrukt bauen. Genau hier, oder? Warte mal. Hier. Und das versorge ich dann so straight mit Wasser. Und dann kann ich hier überall Weizen anbauen. Echt schon eine gute Idee. Okay, ich muss mich wieder etwas um Fleisch kümmern. Ihr seid dood, dass euch beseitigt. Jetzt habe ich keine Kohle mehr. Jetzt muss ich die Kölner doch wieder anschalten. Wir wollen ja nicht, dass ihr unglücklich werdet. In Betrieb. Nächste Wikinger, die Wikinger kommen. Da muss ich das euch auch direkt anschalten. So. Man verliert sich hier in so vielen Kleinigkeiten. Super, hier nochmal die Kölner etwas an. Mach jetzt nur noch diese, den einen hier an. Den hier noch. So, und jetzt müsste es hoffentlich reichen. Wir werden es sehen. Okay, Nahrung und alles klappt wieder gut. Förster, euch kann ich nach unten packen. Ihr seid gar nicht so wichtig tatsächlich. So. Die Kinder greifen an. Na, das ist nicht gut. Ich hab zu langsam, glaube ich, gemacht. Seid, glaube ich, noch nicht alle bereit dafür. Naja, wir werden sehen. Was ich jetzt tatsächlich erstmal durchziehen würde, wäre... Zack. So. Dass hier immer bei den Eingängen noch eine Balliste steht. Wären wir irgendwie, keine Ahnung, wären wir ganz recht. Ne? Ja, absolut geiler Hund. Also Hund-Emote. So, ihr solltet eigentlich doch ziemlich easy vernichtet werden, denke ich mir. Also würde ich jetzt vermuten.
Ihr seid halt gerade keine Gefahr, ne? Ah, natürlich, das muss natürlich wie immer Dings werden. Hier. Gefixt werden. Aber ist eigentlich ganz gut. Also es läuft ja eigentlich wieder mal schmackhaft. Ne? Okay, ich brauche mehr Kölner. Das, zack. Super. Ich habe mich echt gut gefangen, ne? Ich habe mich sehr gut gefangen. Also ich will so gucken, dass ich vielleicht auf 1000 Einwohner komme. So ungefähr an den Dreh würde ich das Spiel machen hier. Also bis dahin ungefähr. Vielleicht etwas über 1000 muss ich gucken. Also wie viel Bock es macht. Oh, ihr mögt mich gerade alle extrem. Geil. Geil, geil. Da muss ich erstmal die Steuern hochmachen, damit ihr mich nicht mehr mögt. 30%, okay, gut. Weil ich kann gerade keine neuen Häuser bauen. Okay, die Kölner kriegen es noch nicht hin. Da muss ich tatsächlich wieder mehr Kölner bauen. Bedeutet auch eine neue Straße. Zack. Und hier Kölner hin. Okay, tendiert gegen 66, damit kann man leben. Upsi, euch kann ich ausschalten, das hatte ich jetzt vergessen gehabt. Bauern kriegen gerade plus, Schmieden, zack, zack, zack. Sehr gut, sehr, sehr gut tatsächlich. Hierauf wollte ich sparen, das hatte ich jetzt schon wieder fast vergessen. Tatsächlich erst ein paar neue. Also, wo sind die letzten Wikinger? Er zieht ab, hätte ich mir denken können. Hier ist ein ungenutzter Platz, das tut ein bisschen weh. Also muss das. Ist das nun mal. Ja, das sollte reichen. Ich habe immer noch nicht genug Kohle, aber das fixt sich ja. Also da bin ich ja gerade dran, ne? Gut. So, ich habe mich halt echt richtig gut gefangen tatsächlich, ne? Was ich mache mal, weil die als Berufspriorität hochmachen muss, sind tatsächlich Minenarbeiter und Schmiede. Sind auch nochmal wichtiger, als man denkt.